Herzlich willkommen zu Let's Play Ghost Recon Online. Mein Name ist Marcel und ja, ich begrüße euch jetzt hier mal recht herzlich auf unserem neuen Kanal The Hunting LP. Und jetzt geht's hier auch ja, direkt los. Ich habe bis jetzt erst zwei Schlachten so gespielt. Was zum Teufel ist das? Die Karte hier ist mir komplett neu. Also keine Ahnung, wie ich jetzt hier vorgehen soll. Da von uns aber schon. Und wo kommt das? Mehrere ziemlich weit vor sind. Von hinten. Dummer Bastard. Und der da hinkommt, kommen da auch andere hin, bestimmt so durchs Fenster oder so. Ich kann mir nicht sagen, wie ganz aufgestellt, du kommst hier durch. Nein, schon wie. Also ich frage mich manchmal echt, wenn da welche von uns stehen, was zum Teufel machen die da, dass sie die noch durchlassen können? Das ist doch irgendwie, passt das nicht zusammen. Ich habe mir das Spiel gestern gezogen und ich hatte total die Serverprobleme beim Downloaden, das war echt schlimm. Also da stand 59 Minuten, ich kam von der Fahrstunde wieder, die 90 Minuten dauert immer noch mal 40 Minuten. Hä? Neu gestartet, 10 Minuten verbleiben. Ja, das ist dann so eine Sache. Nee, das ist scheiße, ist das halt. Genau wie ja heute Nacht, ich lag um 1:59 lag ich im Bett. Hab noch ein bisschen WhatsApp gemacht, WhatsApp geschrieben. 1:59, auf einmal steht da 3 Uhr. Ja, hä? Was ist denn jetzt los? Wird jetzt echt die Uhr umgestellt? Der ich geschrieben habe, die so auch, warum haben wir es jetzt 3 Uhr? Wird jetzt gerade echt die Zeit umgestellt? Ich sag so, ja, ich guck mal mit Atomuhr und sag dir dann Bescheid. Da echt tatsächlich, und eigentlich kriege ich das immer mit vom Radio oder so. Oder ja, keine Ahnung, Fernsehen wäre wahrscheinlich eher weniger, aber im Radio wird es ja dann doch oft gesagt, ja, heute wird die Zeit umgestellt. Und ich habe da echt dieses Mal echt nichts mitbekommen von. Das ist schon hart. Okay, ja. Da konnte ich jetzt nur verlieren. Ich hoffe immer, meine Stimme ist laut genug. Wenn nicht, dann kann ich mich dann nur für entschuldigen. Ich muss mir auf jeden Fall ein neues Mikrofon kaufen. Ich benutze hier das Standardmikrofon von meinem Headset von Rocket Cave. Und fürs Let's Playen ist das nicht so gut gemacht, sondern Teamspeak und so Skype ist das echt Beste. Aber so jetzt für Let's Plays, ne, ich glaube, da stößt das so an die Grenzen. Vielleicht bin einfach zu doof, um die richtige Einstellung zu treffen. Kann natürlich auch sein. Oh, scheiße. Na, lauf doch weiter. Der nächste. Das Doofe ist, die kennen die Karten so gut, dass ich ja total im Nachteil bin.
Ja, das war jetzt nicht gerade gut von ihm. Muss ich jetzt ernsthaft echt mal sagen, das war jetzt echt schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Und der hat mich sogar getroffen. Also man geht hier echt, ich gehe hier echt mit Vorsicht vor. Das habe ich echt selten gespielt, dass ich so, sagen wir mal, vorsichtig vorgehe. Sagt, da haben wir auch schon direkt den nächsten erwischt. So muss das natürlich sein. So sollte das öfters sein. Ich glaube, die Brücke wird wahrscheinlich jetzt echt ein schwerer Akt werden. Die kommt von hinten und das heißt, sie muss es ja noch einen anderen Weg geben. Schließe ich jetzt einfach mal da raus. Ja, okay. Ja, da oben liegt er. Ich will jetzt öffentlich einsetzen, weil ich... Hä? Okay. Weil ich würde da ja auch nicht weiterkommen. Das heißt, ich muss mir das jetzt irgendwie taktischer gestalten, dass ich da jetzt rumkomme. Schau, was willst du? Soundbar. FTB. Ich muss mal kurz Stopp machen. Ach, dann nerv ich meine Eltern schon wieder. Wir fahren. Sie haben mir gerade schon gesagt, dass sie gleich da nach wegfahrt. Da vorne zwei Stück. Such mal was. Nee, das sieht nicht. Nein! Scheiße. Gibt's doch gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade versucht, eine Runde aufzunehmen. Hatte dann aber völlig falsche Einstellungen getroffen. Da war immer so ein beschissenes Grundrauschen in der Aufnahme. Ich glaube, das müsste jetzt weg sein. Ich hoffe es mal. Ich werde es gleich eher erfahren, wenn ich mir die Aufnahme angucke. Ich glaub, da war doch gerade was. Oder halluziniere ich jetzt schon? Ja, anscheinend schon. Ich sehe schon Gespenster. Ich sehe tote Menschen. Okay, okay. Davon liegt einer. Ja, das sind nicht so Profis, die da einfach so durchbrechen. Mit was stand da jetzt gerade? Ich kann das ja schnell lesen.
Was zum... Scheiß Sniper, machen die sich erstmal unsichtbar. Wie konnte der eine den denn sehen? Ich habe da jetzt echt nichts gesehen, also das ist mal echt... Das ist mal echt eine Tarnung, die sieht man nicht. In anderen Spielen, wo man sich tarnen kann, Crysis oder Planet Zeit, da sieht man das ja immer noch. Aber hier, ey krass. Die verschwinden ja mal komplett. Wann hat sie das wahrscheinlich nicht gerechnet? Ja. Ja, komm! Geh verrecken. Ohne Scheiß. Nee. Das ist so eine typische Camp-Position wahrscheinlich. Probiert gleich, glaube ich, mal das Einsatzschild aus. Mit F ist das. Mal gucken, wie weit ich damit vorstoßen kann. Oder ob man damit Leute tötet, wenn man die irgendwie umrennt. Oh, oh, oh. Ich rieche Gefahr. Ach du Granate. Noch einer von diesen Schatzes sind Babys, nicht Schatzes, Babys hätte ich getroffen. Auch scheiße. Ja. Ja. M26 Track. Und wo ist der? Under the map oder was? Nein, ich will den Eltern nicht verlieren. Das können die mir nicht antun. Ja, sorry für meine Stimme. Ich habe irgendwie noch eine leichte Erkältung. Und immer noch Husten. Und irgendwie geht meine Stimme dann immer so leicht weg. Oh, das ist so ätzend. Und da tut irgendwie noch meine Seite, tut noch weh und oh Gott, nee, das ist schlimm. Ich glaube, ich lag heute Nacht irgendwie falsch. Falscher Raum. Ja, komm Junge, fick dich doch. Wie sehe ich eigentlich, was sie für einen Rang haben, wenn sie überhaupt einen Rang haben? Weil er schießt mir in die Beine, weißt du, ist nicht mal gut genug, um in die Brust zu schießen. Geschweige denn in den Kopf. Ich bin ja anscheinend mal wieder der Einzige. Was zum Teufel? Runde vorbei. Boah, ich dachte schon, ey. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also jetzt hier Ghost Recon Online. Und bis zum nächsten Mal.